Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei LS19 zu einer Folge LS19 Old. Hier geht's heute weiter. Wie versprochen, letzte Woche hat es ja nicht geklappt bei den Folgen. Aber heute geht's wieder weiter. Im letzten Folge, die zwei Folgen, die ich da hatte, hatte ich auch nicht viel gemacht. Ich hatte oben weiter angesehen, da macht jetzt noch aktuell der Helfer ein bisschen was. Und ich hatte schon angefangen zu düngen, also das hatten wir da in den Folgen gemacht. Hier werden wir jetzt weiter grubbern. Erstmal, das ist ja wichtig, dass wir die Felder fertig kriegen. Aber dann werden wir, denke ich mal, nachher den Tag noch, werde ich zwischen den zwei Folgen machen. Den Tag überspringen. Dann haben wir den Tag endlich abgeschlossen. Dann haben wir das nämlich schon mal durch. Gucken wir mal, gut paar Stunden zusammen bei den Traktoren hier. Auch schon drei Stunden, über drei Stunden auf Uhr. Ja, wie ihr seht, jetzt ist das Update ist gezogen. Hier fehlt auch jetzt Verkehr auf der Straße. Da kommt schon wieder einer. Vorne eine Spur langziehen, damit wir da ein bisschen, damit wir da nicht auf der Straße fahren bei dem Verkehr. Macht die Karte natürlich auf jeden Fall lebendiger jetzt schon mit dem Verkehr hier auf Untergriffbar. Ja, der schöne Meer von Fortschritt hat ja dieses, hat er jetzt auch ein schönes Update noch gekriegt. Das habe ich bloß noch nicht gezogen, das muss ich noch machen. Können wir den jetzt auch noch vielseitiger bei uns auf dem Hof einsetzen. Das ist ganz cool. Warte mal, wir machen jetzt mal eins, zack. Wir suchen, wo ist denn hier der Schlafplatz? Hier vorne, wir gucken, ob wir die Taschen überspringen können. Muss doch hier irgendwo sein, ne? Zack. So, lass uns die Nacht überspringen hier. Oha, wir haben 4000 Miese in der Nacht. Also müssen wir mal gucken, dass wir uns irgendwas stellen, dass wir ein bisschen Geld am Tag machen. Dieses Synchronisieren. Hätte ich vielleicht davor machen sollen, aber ist egal. So, fertig. So, dann müssen wir einmal fix die Kühe sauber machen. Das finde ich immer noch schade, dass die Zäune immer noch keine Kollision haben. Irgendwie gefällt mir die alte Kiste hier. Finde ich immer mehr gefallen dran. Ich hasse es. Quietsch. Das säubert aber nicht alles. Das ist hier suboptimal. Ich will er das dann nicht nehmen. Warum nicht? Das haben wir, muss gehen. Also eigentlich nicht den ganzen Stall. Das ist schon wieder für den Arsch. Und jetzt doch noch die Kehrmaschine runterladen. Eine Häufchenweise, was ist das denn? Soll aber so nicht sein. Irgendwas stimmt hier nicht, nur so wenig rein in eine Schaufel.
jetzt, ne? Ne, nimmt man 16 Liter auf. Den nimmt er wieder nicht. Ist das nicht das am Stall? Das muss ja, ne? Das kann er nicht. In der Schaufel kannst du nicht liegen. Ach, ich würde mal einfach sagen, dass das eigentlich gar kein Dreck ist. Obwohl er hochgeht, wenn wir gehen. Probieren es nochmal, aber ich kann natürlich sein, dass es einfach nur Dreck ist, der da ist, aber nicht weggeht. Dass es einfach nur eine optische Täuschung ist und danach sieht es auch aus. Denn es geht nämlich nicht weiter weg. Wir lassen ihn erstmal so. Hoffentlich den Kühen geht's gut. Och, ich breche die Träger irgendwo noch ab, glaube ich. So. Ja, die Wiese müssten wir eigentlich näher nochmal düngen, aber es hat noch keine nächste Wachstumsstufe, dass wir noch eine mit drauf kriegen, bevor wir die das erste Mal abernten. Da wollte ich nicht hin, da wollte ich hin. Was waren denn die Kühe? Müssten aber trotzdem jetzt sein, ne? Kuschel, 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 da ist er. Die brauchen auf jeden Fall Mischration, Wasser. Haben wir auch noch was zu tun heute. Sauberkeit ist bei 78%, ist also nicht auf 100. Aber ich kriege diese Scheiße hier nicht weg. Wir lassen es erstmal so. Feldvorbereitung ist jetzt erstmal wichtiger. Also irgendwas stimmt da am Kuhstall auf jeden Fall nicht. Ihr habt es ja gerade gesehen, ich konnte drüber fahren, ich konnte das stehen und schaufeln, es ging einfach nicht weg. Also entweder hat der Kuhstall noch einen Fehler drin. Oder es ist einfach nur quasi die optische Täuschung, dass sich das nicht hingibt. Also die Sauberkeit. So, dann müssen wir ja mal langsam mal einen Plan machen, wo wir was anbauen. Dass wir gleich von allem was anbauen. Wir brauchen auf jeden Fall Stroh, ganz wichtig. Stroheinlage für die Kühe. Also wir bereiten erstmal die Felder vor, grubbeln sie und dann sehen wir weiter, wo wir was hinbauen. Anbauen, warum nicht hinbauen. Ich muss sagen, das ist einfach immer noch gewöhnungsbedürftig durch hier mit den. Also die alten Fahrzeuge nicht, daran habe ich mich gefühlt, aber diese kleinen Arbeitsbreiten. Aber gut, ist halt so. Gehört halt dazu. Aber die bringen mich eben noch in den Verstand, glaube ich. Boah, da hat aber auch ein Wenderradius, der Schlüter. Aber gut, so zieht der Bauer hier seine Runden auf der Koppel. Ich glaube, Michael schlägt mich, wenn er sieht, wie ich hier wieder Feld fahre. Vor Ravensberg haben wir das so schön drin. Aber ein bisschen unterschiedlich müssen wir die Projekte gestalten. Nützt ja alle nichts.
Immer noch um das hier, ja, ne? Ne, das gehört nicht uns. Wundert mich, dass er nicht irgendwie anfängt, das Feld gehört nicht dir. Weil ich immer ein kleines bisschen drüber grubbe, aber ist nicht so schlimm. Dies ist jetzt gar nicht so schlimm. Was hat denn hier die Stufe? 100%, hier brauchen wir nicht mal durch. Können wir so rüberziehen. Nehmen an. Aber dumm müssen wir sowieso. Wir müssen natürlich immer ewig weit fahren mit den Güllebomber, aber das ist nicht so schlimm. Hier brauchen wir nur eine Düngestufe drauf. Sehr schön. Kriegen wir die Tür nicht auf? Ja. Also Frischluft reinlassen hier, ne? Oben ist auch noch auf, ja. Sehr schön. Schau mal, die Scheibe geht nicht auf. Ich dachte, die Scheibe geht auch noch auf. Aber egal. Ein bisschen Frischluft reinlassen hierbei, ne? Bevor wir mit dem CT wieder rumfahren und rumstinken. Was egal, jetzt hier so schön mit dem K700 rüber zu fahren. Das wäre doch was Schönes. Oh, sagen wir, den ersten Tag haben wir gut geschafft, also am zweiten Tag sollten wir die Feldvorbereitung so weit es geht abgeschlossen haben. Weil wie gesagt, das ist ja jetzt der zweite Frühlingstag. 6 Tage haben wir es ja eingestellt, also 2 Frühlingstage, 2 Frühe, 2 Mittel, 2 Späte. Also sollten wir auf jeden Fall im Frühling alles an Vorbereitung abgeschlossen haben. Dass wir uns dann, wie gesagt, einmal noch auf den Grünstück konzentrieren können, die im Frühling.
Bloß wir vor müssen da die Felder C sein, dass wir uns dann auf den Grünschnitt konzentrieren können. Die erste Silage reinkriegen. Die große Wiese machen wir auch mit Silage, die kleine lagern wir Gras ein, im Sommer machen wir da Heu. Ich denke mal, das ist eine gute Idee, so. Eine gute Aufteilung. Gewicht fahren dran, ja, ein Gewicht angehoben. Wie das andere wieder meckert, da gehört ein Gewicht dran. Einfach mal ein Foto machen, da lenkt er entweder zu weit nach links oder zu weit nach rechts. Ach, fürchterlich. Ja, es ist jetzt heute mal nicht so eine Labefolge, aber es ist schon spät. Ja, viel geschafft den Tag. Gerade das Wetter macht einen fertig, aber wie gesagt, die Folgen sollen ja trotzdem vor euch kommen. War ja letzte Woche schon nicht schön, dass kein LS Ult gekommen ist. Deswegen, also, sei mir mal verziehen, dass es mal ein bisschen ruhiger ist, weil ich habe auch leichte Kopfschmerzen, aber ich wollte vor euch trotzdem die Folgen fertig machen. Jetzt nehme ich auch die zweite gleich hinterher mit auf. Dann habe ich aber die fertig. Und wie gesagt, aktuell ist halt die Arbeit sehr eintönig, aber es gehört halt dazu, ne, das alles Stück für Stück vorzubereiten. Wäre natürlich schön, wenn man so eine schöne alte Seemaschine hätte, die direkt Sand hat, ne? Aber haben wir ja nicht. So müssen wir halt immer wieder grubbern. Ich muss sagen, den IAC steht auf jeden Fall der Fortschritt grob. Das muss ich mal sagen, das passt optisch ganz gut daran. Also meiner Meinung nach. Ja, aber gut, liebe Freunde, damit sind wir am Ende von der Folge. Wie gesagt, auch wenn es ein bisschen ruhiger war. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, würde ich mich sehr darüber freuen. An die Neuen, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da und teilt das Video doch gerne weiter. Damit bin ich raus, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.